Drei Gäste heute Morgen bei mir, Andy Lang, Werner Auer und Lukas Babuda. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid die Three Magic Voices. So sagt man, ja. So sagt man, ja. Wird euch nachgesagt. Und zwar bald gibt es eine Premiere im Metropol, ich glaube am 11. Also morgen. Morgen, stimmt, ja. Das ist schon morgen. Ja. Was darf uns denn da erwarten? Herr Auer, bitte sprechen Sie jetzt. Ja, ja, darf ja. Ich bin ja noch gar nicht munter. Nein, es wird ein, wie wir finden, ein sehr, sehr schöner Mix zwischen musikalischen Songs, zwischen Comedy-Geschichten. Wir nehmen uns gegenseitig sehr schön auf die Schaufel. Und für mich persönlich ist es eine Form der Therapie. Man darf die Kollegen anschreien, zahlt nichts dafür und kriegt im Normalfall sogar noch Gage dafür. Mhm. Ihr entführt uns da auf ein Kreuzfahrtschiff, ist das richtig? Ja, das war die ursprüngliche Geschichte, die wir nicht spielen dürfen, weil die Verlage uns einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das heißt, wir spielen jetzt das Stück, das wir nicht spielen dürfen. Also wir erzählen quasi die Geschichte, die uns wirklich passiert ist. Aha. Ja. Und die da wie ausschaut? Ja, das sind drei Typen. Also er wäre auf diesem Kreuzfahrtschiff ein Animateur. Aber erzähl, Lukas, was hättest du gemacht auf diesem Schiff? Ja, das frage ich mich bis heute. Nein, also grundsätzlich, ich glaube, ich hätte Animateur für Aquagymnastik gespielt. Ja, also. Ah, sehr schön. Und grundsätzlich die Idee an der Show, an der Ursprungsgeschichte wäre gewesen, dass wir quasi das Entertainment eines Kreuzfahrtschiffes am Abend übernehmen müssen, gezwungenermaßen, kennen uns alle drei nicht und mögen uns auch eigentlich nicht wirklich. Also er hätte strippen müssen für die Damen und ich hätte... Dass ein bisschen was fürs Auge dabei ist. Ja, natürlich, ja, das muss er jetzt natürlich auch machen. Aber aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Die ist schon festgeschrieben. Anscheinend, ja. Aha. Aber mehr sieht man dann wahrscheinlich morgen. Also du quasi der Animateur, aber was ist deine Rolle, Andy? Ja, nicht vorhanden sein. Also das kann ich sehr gut. Also einfach, Lukas meinte schon, danke für die Telefonbücher, die er mir gegeben hat, weil sonst sieht man mich ja gar nicht. Also, und ja, der Dicke in der Mitte. Entschuldigung, guten Morgen. Ja, ich hätte den, ich gebe einen Musical-Darsteller, einen Alternden, der halt jetzt auch versuchen muss, auf dem Schiff noch seine Kohle zu verdienen. Und auch Herr Lang findet sich mit dem Alter zurecht in dem Stück. Ich finde mich nicht zurecht, natürlich. Ich mein, das klingt ja alles sehr traurig eigentlich. Es ist traurig. Ja, es ist traurig, aber so traurig, dass es zum Lachen ist. Okay. Ja. Musik hast du geschrieben, nehme ich an, Andy, oder? Nein, wir nehmen bekannte Werke. Okay. Das ist eigentlich dieser Mix aus Klassikern. Ich habe das Stück quasi geschrieben, wenn man so sagen kann. Der Werner hat es dann überarbeitet und der Lukas hat dann noch die i-Tupfen drauf gemacht. Also es ist schon ein Dreier-Entstehungsprozess. Aber das ist eben der Mix aus Ohrwürmern und drei Leuten, die sich gegenseitig, Entschuldigung, darf man das in der Früh schon sagen, verarschen. Ja, also, jetzt ist sie draußen. Ja, jetzt ist sie draußen. Ja. Wie viel Spaß macht es da zu proben? Wie lange habt ihr einstudiert das Ganze? Naja, der Entstehungsprozess begann im September, glaube ich, schon lose. Und dann gab es diese diversen Probleme, die auf uns zugekommen sind im Mitte Dezember, wo wir eigentlich beginnen wollten zu proben. Und dann mussten wir halt neu schreiben. Und dann war es relativ sportlich in den letzten Wochen. Also ich habe sicher öfter gesehen als den Rest meiner. Nein, aber wir nehmen solche Herausforderungen ja mit auch dementsprechendem Humor. Und ja, du vielleicht. Haben das natürlich jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv gehabt, ja. Das schon. Also man kuschelt da schon sehr eng. Ja. So weit würde ich jetzt zu nicht eng gehen, aber... Ja, er gibt es nicht zu, aber natürlich. Aber es ist dann so, ne? Es ist so. Natürlich, ganz klar. Das Publikum wird eher lachen oder weinen oder beides gleichzeitig? Also ich glaube, das ist schon sehr zum Lachen. Es sind ein paar Sickerwitze. Also wir testen natürlich auch das Publikum, wie sind die da oben. Aber nichts Politisches, oder? Schon? Nein, um Gottes Willen. Also politisches Kabarett anzugreifen wäre nicht, weil die karikieren sich ohne dies selbst. Also das greifen wir nicht an. Das ist ohne dies Kabarett, das Parlament. Das greift man nicht an. Morgen große Premiere. Wie oft gibt es euch dann so sehen im Metropol? Im Metropol nur einmal, es sind lauter One-Nighter. Wir haben schon 10 Termine jetzt einmal gebucht. Und jetzt muss man einmal sehen, wollen uns die Leute überhaupt so? Weil man kennt uns von anderen Sparten und Comedy ist natürlich ein neues Genre. Und vielleicht sagen die, naja, wir wollen die gar nicht lustig sehen, aber ich glaube schon, denn Lachen ist die beste Medizin. Wenn es selber Spaß macht, macht es auch dem Publikum Spaß wahrscheinlich, oder? Ganz bestimmt. Wenn es dem Publikum überhaupt so viel Spaß macht wie uns. Schauen Sie, meine Damen, also Sie werden mir, das wird Ihnen sicher Spaß machen. Lukas Babuda wird
sich ein bisschen ausziehen. Also es wird großartig sein. Also uns zwar ist wurscht, ja, aber Lukas Papuda. Also du quasi fast nicht zu sehen. Ja, genau. Der abgehalfterte Star und dann ein Strip vom Lukas. Ja, also das mehr braucht man nicht, um eine gute Show zu machen. Das ist ein Erfolgsrezept, würde ich sagen. Ja. Wo kriege ich noch Karten im Metropol direkt für morgen, ja, oder ist das schon weg, oder? Einzelplätze, ich glaube 6 Tickets gibt es noch für morgen, Einzelplätze. Dann sind wir im Juni im Orpheum in Wien. Österreichweit, dann in Mistelbach im Mai, im September geht es dann wieder weiter. Alles auf unserer Homepage 3magicvoices.at oder auch noch auf Facebook zu finden. Oder einfach googeln danach. Ja, genau. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Erfolg und danke, dass ihr da wart heute Morgen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wir sind gleich zurück, unter anderem mit dem Aufreger des Tages. Bis gleich.